Okay. Wir machen viel Geld. Wo ist kurz vor Rebellion? Ach. Uncool. Uncool. Ja, das lassen wir mal so. Die Nagash sind am Ende hier. Die gibt's nicht mehr lange. Command me. Protector of Elf One. Setting camp. Lady of Elf One. Ich frage mich gerade, wo er hin ist, hier hinten. Entering the city. I have heard their abilities praised. Others sing their praises. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich mit dir noch machen soll. Du bist halt schon top. Assur Prince. Entering the current. Ich bin 1A Supi. Das bereitet mir etwas Kopfzerbrechen tatsächlich. You seek knowledge. Hoeth grants you wisdom. Revenge. To battle. So. Our oath, our fight, your king calls. Try. It's war. We try, we try. Es ist zwar schon viel gestorben auf See von uns, aber unter Umständen kriegen wir es gebacken. Wenn es sein muss, opfere ich auch einfach alles, ne? Also Phönixe, scheißegal, Hauptsache wir haben das eingenommen. Ist seine Hauptstadt mal weg, kann er die wichtigsten Einheiten nicht mehr bauen. Hui. Dann machen wir das doch hier. Hätte auch hier gesagt, einfach drauf. So, vielleicht schaffe ich es halt wirklich, das zu killen, ohne groß was machen zu müssen. Yes. Perfekt. Assyrian guide us. We advance.
Sovereign Seaguard. Without fail. Onward! Asurian Guides. So. Er ist der Chef. Der Chef. Wo steht, wo ist der Große? Er läuft hier. Noch einen anderen Winkel. Kommst du? Sehr gut. So, wir kriegen sehr vieles tot. Die Kolosse sind aber sehr gefährlich. Deswegen scheinen wir, dass wir da gleich was machen können. Nein, hau den Feuerball bitte drauf. Jetzt einen fetten Pfeil drauf. Vorher noch ganz kurz einen Mate holen. Der am besten nicht fliehen sollte, sondern einfach auch hier schön drauf schießen. Dann kommt das gut. So. Ich glaube, die brauche ich gar nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich sie über die Flanken schicken kann. Naja, doch, hier auf der Seite wird es etwas kritisch. Und du, ihr rennt da rein, weil das sieht aktuell auch nicht so gut aus. Ihr macht die Zombie-Horden-Pirate tot. Ihr schießt auf den General. Du bitte. Hau den weg. Krieg ich einen? Ich mach alle mal stärker mit der Distanz und der General. Oh ja, der ist ruckizucki weg. Dann machen wir die Fernkämpfer noch weg. Die kommen super weit, das bringt ihnen aber super nix. Ja, das gewinnen wir. Herrlich. So, Magie brauche ich, glaube ich, nirgendwo groß. Der Koloss zerbricht gleich. Wir gehen auf die noch los. Oh, wir kommen halt mega weit, das ist etwas doof. Für uns, aber das macht nichts. Khalifa Nah, it is done! Sython, hear me! Wir haben's. Es ist unser. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir die Ex noch auf unserer Seite kriegen, dann sollten wir es haben. Mein Mikro knackt leicht. Bin ärgerlich, dass ich das mitten in der Schlacht natürlich nicht mitkriege. Entschuldigung. Und... What has broken can be remained. Provinz gesichert, ja, da machen wir mal Minus-Dings, ne? Hier, das war jetzt alles für das. Das wäre das hier ein bisschen kritisch. The Defender. Ja, da haben wir uns wenig kritisch. Ja, komm, du, nee, wenige Geschossschaden. Noble son of Ulthuan. There will be carnage. Da, 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 da. Er ist anstrengend. Er ist so furchtbar anstrengend. Vielleicht schaffen wir sie auch durch eine andere Dings. Also, Kuron. Könnt ihr uns mit den Menschen verbünden? Altdorf, Drakenhof, das wird wahrscheinlich noch den Vampiren gehören. Das könnten wir selber einnehmen. Das könnten wir auch relativ gut einnehmen. Da haben wir gar keine Chance. Schwarzfels, Lian, Artossa. Auch im Rahmen des Machbaren. Vielleicht sind die Menschen bereit mit mir. King Luen Leonke, do you wish the lady's favor?
so naiv. It is now. Do not underestimate the danger. Absolutely not. My dinner, don't be aghast. Nicht immer, aber nur manchmal, immerhin. Aber wenn ich es ein- und ausstecke, dann hilft das schon. Sollte das wieder gehen. Jo, okay. Schade. Geht gerade um eins nicht. Könnt einen General hier holen. Das bringt's gerade so. Dankeschön! Dankeschön, Hex. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Grüß dich. Vielen lieben Dank für den Sub. Ja, bauen wir das hier kurz ein. Weiß nicht. Ich den Waldelben sage, sie sollen das einnehmen oder das einnehmen. Ich meine das, das oder das obere. Eieiei. Bei mir auch alles supi. Gemütlich am Daddeln hier. So wie es sich gehört. Honorable and true. A defender of truth. Einen Riesenadler kriegst du jetzt. Viel Spaß. I serve the king. I serve the Phoenix King. The Phoenix King. They all serve the Phoenix King and so, ja. Ich könnte probieren, wenn ich hier ordentlich was geklaut habe von Dunkelelfen, mit ihnen Frieden zu schließen. Und dann probieren, irgendeine Siedlung einzunehmen, die ich noch einnehmen muss. So, komm, wir wollen den kleinen Sieg jetzt. Ganz tricky könnte ich mit den Dunkelelfen Frieden schließen und dann gerade den Skaven den Krieger klären und dann würde ich auf die anderen losgehen. Das wird gehen. Wäre richtig fies. Ja, die Vampirfürsten arbeiten da. Ja, ein bisschen fehlgeschlagen, du bist mir auch. Doodle. When Lowick dances, so shall I. High Lawmaster. Burden of the Shadowlands. There is no limit to my power. When Lowick dances, so shall I. Cold is the least of my worries. I journey. High Lawmaster of Hoeth. So. Wir segeln mit dem jetzt darüber und der Armee, die er drin hat. Er darf sich jetzt hier ausruhen. There is no limit to my power. Hoeth's chosen.
Nachwachsen. Ich nehme es selber in die Hand. Nehme es einfach selber in die Hand. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das hier oder die Skaven-Siedlung. Wir gehen da hin und dann. Ja, arbeiten wir von da aus. Wir machen es selber, weil bis sich die Trottel da bereit erklärt haben, irgendwas mit mir zu machen, hier. Krieg, ja, nein, es ist sogar noch gesunken. Immer noch moderat. Sag mal, bist du eigentlich bekloppt? Ich hab dir so viel Geld in den Arsch geschoben, dass es dir zum Hals wieder rauskommt. Und nichts passiert. Er will halt nicht. Er kann mich will nicht mehr. Gut. This insolence. Alf One Triumph. Na gut, so. Hier dann auch. Zack. Princess of the Azur. In defense of Alf One. Wenn ich keine Ahnung habe, was hier noch alles drin ist, bauen wir hier einfach noch kurz. Ja, natürlich sprechen wir es ab. Lady of the Phoenix Court. Und nachher springen wir da rein, nehmen es ein und dann ist gut. Guardian of the Phoenix Crown. Dann machen wir mit ihnen Frieden. Bullet, Dankeschön! Dankeschön für 28 Monate, Mann. Ey, vielen Juni. Dann hauen wir hier ordentlich drauf. So. Er scheint hier Freude zu haben, auszugehen. Und mit dem fehlen wir Krieg, mit dem es gerade nichts bringt. Er hasst mich, abgrundtief. Nur noch eine Frage der Zeit, bis er mir Krieg erklärt. 1000. Also hier sind wir mehr oder minder abgesichert, aber gegen hinten natürlich gar nicht. Hier sind die komplett abgesichert, sind zwei Großstädte. Dauert einfach ein Momentchen, bis das voll ist. Hier auch, die Seite ist gut, die Seite ist gut. Also im Prinzip sind wir alles gegen das abgesichert, außer hier oben. Das ist ein bisschen kritisch, aber das lässt sich ausbauen. Das heiße Ding ist hier in der Mitte dann, ne? Aber das ist jetzt alles nicht so wichtig. Viel, viel wichtiger ist, dass wir endlich auf der rechten Seite das ganze Vergnügen haben, einzunehmen, damit sich das dann erledigt hat. So, what is your plan? Ah. Das ist natürlich speziell, dass die da unterwegs sind. Sind das die Vampirfürsten? Wow. Ich würde so gerne mit denen handeln. Ja, dass mit den Echsen ja eh nichts wird, kann ich ja überlegen, ob ich den Vampirfürsten ein bisschen Einfluss zuschustere. Irgendwie, irgendwo, irgendwas. Ja, er hat es zerstört, er hat es nicht eingenommen. Die Vampirküste, stark. Er hat, also die Flotte der Verdammten hat schon zu wenig Gebiet. Und das Gebiet, das er einnehmen könnte, macht er kaputt. Clever. So, wie sieht's hier unten aus? Minus 2.
So, da sind die gleich aus dem Sturm raus. Auf verbündetes Gebiet drauf. Das ist aber lieb von euch, dass ihr hier kommt, um mir zu helfen. Das wäre nicht nötig gewesen. So. Und jetzt ist der Moment gekommen. Overlord, your destruction will I accept. Where to? Wo wir Frieden schließen an der Stelle. Sing their praises. Es ist ja nur noch die Frage. Ach. So, von euch will auch keiner sagen, hey, let's go, Bündnis und so, ne? Nö. Die gönnen mir den Sieg nicht. So sieht's aus. Noble son of Uthul. Smash it to ruins. Smash it to ruins. Suche ich mir neue Freunde, wenn die Freunde, die da sind, nichts mit mir zu tun haben wollen. What? Speak thy words. Wie wär's mit ein bisschen Geld? Einfach so, weil ich ein toller Typ bin. Und du auch. Und also grundsätzlich im Allgemeinen können wir doch, ich meine, du und ich, ne? Verstehen uns. A promising charge. I have heard their abilities praised. Bis hier nach unten. Stinkende Elende. Schaffen sie es? Versagt. Scheiße. Jetzt hat es aufgebaut oben. Die Waldelfen kommen auch nicht aus ihrem Gebiet raus. Da. Die hängen auch ein bisschen fest. Boah, es dauert ewig, ne, bis was passiert. Auf der Karte hier sieht es halt so aus, als ob ich die ganze linke Seite hätte. Dabei gehört den Ex-Menschen halt einfach noch ein Großteil. Bankrott sind wir. Aha. So ist das also. Warum auch immer wir jetzt bankrott gegangen sind. Assistance.
entering the garrison. Lady of the Phoenix Court. Master of the White Tower. No. A thousand times no. So, und dann fast voll. Dann können wir eigentlich nicht durchrennen hier, ne? Sind auch froh, dass ich ihnen zur Hilfe eile hier, ne? Also wenn sie die Escape noch wegkriegen würden, wäre das schon gut. Honorable and true. Aber ich habe gar kein Geld. A defender of truth. Ja, irgendwas ist auch egal. Also nicht so. Ballern wir hier hoch. Wie sieht's aus mit den Vampiren? Hat sich das schon in einer Runde ordentlich nach oben entwickelt? Ja gut. Nächste Runde könnten wir neutral sein, das sehe ich sogar schon. Tja, die eine Stadt noch. Dann sieht's gut aus. Das, was mit den Hochelfen, was ich das aller mühsamste finde tatsächlich, ist die Städte zu halten mit der öffentlichen Ordnung und der nicht, also das, die Nicht-Korruption. Du musst hier wirklich Magier und Agenten, und ich glaube, du musst da wirklich viel mit Agenten, Spionen und so arbeiten, um die Korruption zurückzubringen und langsam vorwärts zu kommen. Ich weiß nicht, mit anderen Fraktionen ist das viel einfacher. Da machst du einfach in der Siedlung baust du ein Gebäude, wo zum Beispiel vampirische Korruption rausgehauen wird, und dann regelt sich das mit der Zeit. Also bei der Vampirküste oder bei den Vampirfürsten hat das super funktioniert. Die brauchen alle mega lange, weil die Reiche mittlerweile sehr, sehr groß sind. Es zieht sich hin, haha. Tubaro ist keins, das ich einnehmen müsste, ne? Skaven blinkt, geblinkt. Wie auch immer das heißt. Wenn ich jetzt noch ein bisschen an Dings komme. Naja, irgendwas halt hier. So, zack. Dann könnten wir unter Umständen hier nochmal mit. Nein, 21, ziemlich teuer. Wir haben natürlich gerade 20. Gerade aufs Loch geht's nicht. You must restore order. Princess of the Azure. Das hat sich stabilisiert. Hier hängt es noch ein bisschen. Aber das macht nichts. Wir sind eh bald durch. Also durch, zack, let's go.
Die haben es ganz, ganz schnell eingenommen. Die hatten Angst, dass ich komme und es wegnehme. Nee, der große Sieg ist mir doch, ist doch ein bisschen zu viel. Muss ich ehrlich sagen. Obwohl es gut gehen würde. Also, die Luftkönige, die kämpfen halt immer noch miteinander. Die Kemri sind halt mit dem Dünenkönigreich verbunden. Nagash hat halt wirklich, also Anhänger des Nagash, die haben hier Probleme. Wenn ich von der Seite vorstoßen würde, dann wären die ruckzuck tot. Ich könnte mich mit beiden verbünden, weil die hätten Freude, dass ich ihm den Krieg erkläre. Das könnte ich sogar aushandeln, Bündnis für Krieg. Also, dass ich mit ihnen Bündnis habe, mit einem anderen Krieg führe. Dann hätte ich hier eine gute Front, hätte das eingenommen. Die Vampir, also die Flotte der Verdammten könnte man... Oder die ist schon fast tot, die hat ja nichts mehr. Das wird noch weggenommen. Dann das oben hier noch. Und dann war es das. Das größte Problem sind die Siedlungen, die über alle Herrenweltländer verteilt sind. Wo ich keinen blassen Dunst habe, wie ich ganz oben im Norden das machen soll. Da müsste ich mich ja mit den Vampiren verbünden, obwohl ich da ja dran bin mittlerweile, um da irgendwie vorwärts zu kommen. Don't stand there like some startled sheep. Deliver thy message, Lamb, so I may consider a response. No. Ich könnte. Der faulige Geruch von Ungeziefer schwängert die Luft. Ja, das tut es immer. Was ich machen kann, ist, dass ich ihnen einfach den Krieg erkläre hier. Winterzahn. Ergreift Maßnahmen, Rottel. Um der Verbreitung ihrer gequiekten Lügen unter euren Anhängern Einhalt zu gebieten. Ritus leichter. Moment. Ja, hier. My infinite knowledge is yours. Urifair. Back. Ich kann gar noch nicht angreifen. Das kann ich noch nicht machen. Ich muss noch eine Runde warten. Oh Gott. Battle calls me. For the king. Ich habe keinen Drachen da drin. Ah, ärgerlich. Ah. Na gut. Dann verbessern wir unser Verhältnis natürlich mit den Dings noch einmal ordentlich. Hier, zack, zack. Dann schmeißen wir dir nochmal ein bisschen Geld in den Rachen. Now, greetings. Thou stand before the right very well. Die haben Spaß, wir haben Spaß, die ganze Welt ist zufrieden und fröhlich. So. Jetzt können wir nachher angreifen und dann haben wir es. Dann haben wir den kleinen Sieg. Wenn jetzt nicht irgendwas noch total schief geht, so wie bei der Vampirküste, dass mir einfach ein Gebäude, also eine Stadt eingenommen wird und ein Gebäude, das ich unbedingt gebraucht hätte, einfach komplett zerrissen wird. Oh, ich krieg gleich noch Unterstützung. Ja, dann muss ich nicht mal selber kämpfen, weil wir hier einfach noch... Das ist super. Mein Bruder eilt mir zur Hilfe hier. Er hilft mir, den Sieg zu erringen. Wunderbar, wunderbar. Schön. Ui. Ah. Die Vampirküste hier. Ich könnte es aber so drehen, dass die Waldelfen nachher das einnehmen und dann könnte ich endlich handeln mit ihnen. Aber bis dahin habe ich schon gewonnen. Also mit einem kleinen Sieg zumindest. Dauert jetzt auch so furchtbar lange die Runden, ne, bis es weitergeht. Also hier unten, die Grenzen ändern sich auch nicht groß, ne?
Ich würde gerne mit den... How dare you seek me out? Und was willst du angreifen? Mein Freund, was willst du angreifen? Thou darest. Welcome to my realm, mortal. Nicht mal dann. Nicht mal wenn ich all seinen Feinden den Krieg erklären würde. Wäre er bereit. Promising charge. Ready to serve. Garrison. Urifair. Kill them. As I expected. Riesenarmee, die er hier mit hat. The Asur lay their claim. Oh, das ist nur eine Provinz. Gibt es hier dann ein Gebäude drin, das... Nö. Teclis. Tja, und jetzt müssen wir kurz gucken, ob wir wirklich alles haben. Setzt die Erweiterung eures Territoriums fort und seid auf die Ankunft Aachens des ewigen Auserwählten vorbereitet. Das heißt, ich gewinne nicht, wenn... I cannot smash it to ruin. Oder wie? Oder was? Oder what? Sylvania greets thee, friend. So be it. I have heard their abilities praised. Tja, wir werden gleich sehen, ob ich gewonnen habe oder nicht, oder ob ich jetzt echt noch warten muss, bis Archon auch auftaucht, also von der Chaos-Fraktion. Was ich dann doch ein bisschen sehr hart fände, muss ich ehrlich sagen. Sie haben nichts mehr. Die Flotte der Verdammten hat nichts mehr. Sie können Burg Gargason jetzt noch einnehmen. Dann kann ich aber den Waldelfen sagen, sie sollen angreifen. Und dann wäre es das. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt gewonnen habe. Ich glaube, wir hatten Spaß mit den Hochelfen. Es ist gut, wenn es zu einem Ende kommt. Und wir eine neue Fraktion anschauen können, auf die wir Bock haben. Ich glaube tatsächlich, dass ich auf ihn warten muss. Er bewegt sich gerade richtig hier oben. Nimm sie ein, Burg Carcassonne. What the fuck ist das hier oben? Wo? Ja, wir haben es nicht. Wir kriegen das nicht. Aha, alles klar. Und das macht der hier jetzt? Graf Noctilus. Das heißt, wir können den kleinen Sieg nicht erringen, weil setzt die Erweiterung des eures Territoriums fort und seid der Aufkunft, ja. Sorgt dafür, dass auch in der Erde verwundet wird. Da kann ich ja nicht viel machen, oder? Welcome to my realm. No mortal. No. Choose it. Greet
Greetings. Thou stand before the Blast. Das ist sehr schade. Muss ich ehrlich sagen. Destruction. Ich meine, wann hat denn der vor aufzutauchen? Passiert das noch eines Tages oder nicht? Machen wir mal hier Unverdorbenheit in allen Provinzen, dass sich das bessert. Er ist absolut unbrauchbar, ne? Ja, was machen wir jetzt? A promising charge. Machen wir Jakob. I have heard their abilities praised. Honorable and true. A defender of truth. I am denied. Naja, wenn ich das einnehmen würde, könnte ich mit den Elben handeln. Wir können mal hinlaufen, gucken, was passiert. Checken uns und dann greifen wir es unter Umständen einfach mal an. Einfach mal so, weil wir es können. Ah, warum hatten wir dann keinen Handel mehr? In kurzem Moment. Yes. Aha. So ein Bruchteil, also das ist, ich finde das halt ein bisschen doof. 10% habe ich jetzt halt einfach drauf, ne? Die kriege ich auch fast gar nicht weg. Die sind halt einfach überall ein bisschen drin. Das stört mich an den Hochelfen doch sehr, wenn man sie spielt. Ich empfinde das als sehr anstrengend. So. Wir werden in der nächsten Runde sehen, ob wir gut sind mit den Vampirfürsten. Das Einzige, was ich halt hoffen könnte, ist, dass der Archon kommt, dass die Vampirfürsten ihn verwunden und dann haben wir gewonnen. Aber, ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Weil ich weiß nicht, wann er kommt. Ich meine, wie viele Runden haben wir jetzt gespielt? 200 oder so? Er ist immer noch nicht da. Für den großen Sieg müssten wir, glaube ich, eben Ähnliches tun dann. Also er müsste auch wieder verwundet werden. Das Silberheer. Ist die noch leben? Wir waren von allem möglichen Gefährlichem umgeben. Oh. Er hat eine Armee zerschlagen da. Heftig. Er hat den zerschlagen. Mage. By the gods. By the gods. Oh, ist mal vorwärts gekommen hier ein bisschen, ne? Die drängen ihn gerade ordentlich zurück. Ist schon.
Yeah. Handel. Okay, so. Das ist das, was ich... Oh, holy moly. Holy moly. Not bad, buddy. Not bad. Okay. Er hat hier ziemlich alles eingenommen, was geht. Das ist ziemlich stark hier. Nicht schlecht. Wieso könnte man den großen Sieg eigentlich machen? Ah. 17 Städte. Wenn ich mich mit ihm verbünde, würde das gehen. Und ich könnte... Ja, das könnte funktionieren, wenn ich jetzt Folgendes mache. Die Grünhäute sind mit denen verbündet. Und denen. Ich sehe jetzt einen Krieg, erkläre. Kann ich sie ihnen sagen, sie sollen mit? Alle gegen sie. Haben sich alle abgewandelt von ihnen. Okay. Das bedeutet, dass ich dem einen am besten Unterstützung biete, indem er sich hier gleich von hinten... Komme. Komm von hinten. Jetzt ist es nämlich so, wenn wir gegen die Orks kämpfen und die Vampir-Fraktion auch die Orks nicht mag, ne? Also hier, die hassen die Orks auch. Jetzt sind ich im Prinzip mit allem Möglichen verbündet, was sie auch nicht mögen. Also, das war jetzt doppeldeutig. Meine Verbündeten kommen jetzt auch besser klar gegen sie. Oder mit ihnen. Weil wir jetzt einen gemeinsamen Feind haben. Alle zusammen. Und es ließe sich tatsächlich sogar, glaube ich, bei den Zwergen auch machen. Yes! I am the High King. Ja. So können und könnten wir... Open the Libermortis. Bow before the Lich King. Submit your soul to me. No, this cannot be. Yes. Ich greife da die Zwerge an, die werden hier ausgelöscht dann. Dann haben wir da eine saubere Linie. Wir gehen hier drauf. Und das packen die niemals. Shield of Athaloran. Darkness come. Sylvania greets thee. Jetzt habe ich großflächig habe ich jetzt Krieg verbreitet, ne? Honorable and true. Ja, machen wir hier das. Jetzt haben wir großflächig Krieg ausgelöst. Die Orks und die Zwerge, die sind arm dran. Die sind wirklich arm dran.
Die Vampire haben einfach ein gigantisches Gebiet. Die Orks sind auch relativ groß, aber nicht im Vergleich. Also, dass die Vampire haben ja, das ist ja sagenhaft. Ich verstehe auch, warum sie hier oben Krieg führen dann. Ich müsste die Skaven halt hier auslöschen und dann könnte ich rüber und ihm helfen gehen. Habe ich auch mal gegen die Chaos-Fraktion gekämpft? Habe ich auch schon gemacht mit den Vampiren. Ich habe schon gegen die Chaos-Fraktion gekämpft. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ärgert mich ein bisschen, dass ich Archon töten muss. Ich finde das nicht so cool. Ich meine, hier haben wir die Chaoten, die Chaoskrieger, die hier unterwegs sind. Aber Archon taucht einfach nicht auf. The gods have spoken. Welcome to my realm. So, mit wem führt er Krieg, mit dem ich verbündet bin? Mit den Cambry. Können die nicht zusammen mehr gemeinsame Feinde haben? Die Idee ist grundsätzlich, wenn sie zwei Frieden schließen, also die Vampirküste hier mit ihnen, das könnte ich in die Wege leiten. Wenn sie Frieden schließen, können sie zusammen die Orks in die Zange nehmen. Und das kann ich ja theoretisch. Also ich kann ja die Khemri und die Vampirfürsten, ja, wenn ich 43 habe. Ich wäre ja gar nicht so weit weg vom großen Sieg, wenn ich schaffen würde, dass sich die vereinen. Oder zumindest keinen Krieg mehr haben. Dann muss ich nur noch hier ein bisschen was einnehmen. Dann hätten wir das. Can I offer assistance? A defender of truth. Honorable and true. So. Protector of Ulthuan. With purpose. Speak your mind. Defender of the Everqueen. Führen die Vampire gegen noch jemanden Krieg durch? Thou darest. Nordska.
Natska. Wenn ich die hier noch dazu bewegen könnte. You speak with Setra, King of Kings. Know that you are not worthy. No, never. Ich lasse es mal kurz laufen. Ich kann nachher noch mal. Na, jetzt wird's doch ein bisschen knackig. Ich wollte eigentlich, dass die Waldelfen das einnehmen. Obwohl, wenn ich das andere habe, dann kann ich mit ihnen handeln über die Berge. Habe ich immer einen Handelsposten eigentlich da auf der Insel. How dare you seek me out? Nö. Aber gut, unter dem Strich spielt es gar keine Rolle, weil, wenn die ausgelöscht sind, wäre das ja ein Teil des großen Sieges. Aber die Frage ist halt nur, wann kommt Archon? Der Blödmann. I realize you can know no rest. Nö. Gibt zwei Möglichkeiten. Du tötest die Skaven in diesem hinteren Gebiet und dann können wir ein Bündnis schließen. Oder du stirbst und dann töte ich sie selber. Die zwei Optionen gibt's. Ich frage mich, wann die Khemri und die Vampir-Fraktion Krieg erklärt hat, weil die sind so weit voneinander entfernt. Ich krieg 12 Einfluss. Wie viel habe ich denn? 36 oder so? 20? Ich will unbedingt die Beziehung zwischen den beiden verbessern, dass die in Frieden schließen. The winds are mine. Awaiting orders. Smash it to ruins! I have heard their abilities praised. Ja, und 35 oder so brauche ich irgendwie. Ja, 35. 56. There will be carnage. Their skill is well known. Lord of the Phoenix Court. Den Sack gekriegt. Not in my name. Kadaith unleashed. A steady hand is needed. Oh, dann muss ich wieder. I hunt. Sehr gut. Warte mal, was konnte ich denn noch machen? Achso, militärische Verwaltung. Sind im Krieg. Kann ich eigentlich irgendwo nachgucken, wer von wem was hält? Alariel's Champion. Also hier dunkelrot. Irgendwie konnte man das nachweisen, wenn ich mich geht. Ja, hier bricht gerade die Hölle aus, ne? The people are restive. Ist das so? We are ill at. Prince of Elfwan.
Die Menschen kriegen gerade ein bisschen auf den Sack, tatsächlich. Weil die Chaos-Fraktion aus irgendeinem Grund da ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das Ganze beenden will, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ein erneutes Mal. Ist schon zu häufig enttäuscht worden von den Siegesbedingungen. Dass die Chaos-Fraktion kommen muss und ich besiegen muss, finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Bin ich nicht zufrieden mit. Ich habe alles eingenommen für den kleinen Sieg, außer dass eine Einheit noch nicht aufgetaucht ist, die ich besiegen müsste. Das ist blöd. Schließt jetzt Frieden? Camry und. Ne? Ich meine, ihr habt die gleichen Feinde mittlerweile. Hab ich dafür gesorgt. Ihr versteht euch mittlerweile auch wesentlich besser. Also ich hätte unten noch angreifen können. Wir machen sie einfach kurz. Ja, sie hat alles überlebt. Sei Dank. Tja, jetzt ist der Moment gekommen. Darauf habe ich schon lange drauf gewartet. Mit den Hochkräften kann ich nicht handeln. Warum nicht? Warum nicht? Wo liegt das Problem? Ich habe hier einen Hafen, der verbunden ist mit dem. Das ist mit dem verbunden. Hier geht ja auch ein Weg durch. Oder kann ich nur Handel treiben? Wann kann ich Handel treiben mit denen? Was ist Voraussetzung? You require assistance? This night, welcome to my... Welcome to my realm, mortal. King! Think your arrogance can match mine, elf? Ha! I am Cetra! Ja, man sieht es meinem Gesicht an. Wir ziehen das nicht durch. Also, wir rechnen ganz kurz, ne? Lange Kampagne. Kuron, wenn wir ein Bündnis hätten mit ihm, was durchaus möglich ist, weil wenn wir mit den Vampirfürsten verbündet sind, können wir auch mit ihnen uns verbünden. Wir haben Altdorf, Schloss Drakenhof, das dann dabei wäre. Kislev natürlich, Höllengrube, das hat den tatsächlich nicht eingenommen. Das auch nicht. Das heißt, zwei würden fehlen. Schwarzfels 3, 4. Das hätten, würden wir auch kriegen. Und das. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Minus 4, 21 sind wir bei 17. Das heißt, es würde gehen, wenn ich mich mit den Vampirfürsten, den Hexuattl, also den Echsenmenschen und Bretonia verbünden könnte, würde das dazu führen, dass wir, gewinnen würden. Jetzt ist der Witz an der ganzen Geschichte, dass wir... King Luen Leoncoeur, let the supplicant think again! Wir kriegen kein Bündnis hin, mit niemandem von denen. I will. Ja, das war scheinbar schon. We have met before. Ja, aber auch hier wieder, für die lange Kampagne. Müssen wir, setzt die Erweiterung eures Territoriums fort und seid auf die Ankunft Archon des ewigen Außerwelten vorbereitet.
Nun, Aaron kommt immer hier oben. An der Stelle hier. Ich kann da gar nicht viel machen. Die Vampire werden das regeln. Da bin ich überzeugt von. Das heißt, wir werden, die werden hier den Norden noch vollständig einnehmen. Also ich kann euch sagen, wie es ausgehen würde. Und da passiert, das passiert auch garantiert. Khemri und die Vampire werden Frieden schließen. Dafür werde ich sämtlichen Einfluss geltend machen, den ich habe, um damit die zwei... Ja, dann werde ich mich mit den Vampiren verbünden, um das ganze Gebiet auch unter meinen Einflussbereich zu kriegen, dass das auch abgehakt ist. Sartossa kriegt auf den Sack. Keine Frage. Sartossa wird hier ruckzuck, tak tak tak, wird eingenommen. Die können auch nichts entgegensetzen. Die Waldelfen sind da dran. Ich bin da dran. Ja. Die hier werden eh ausgelöscht. Das hier ist nochmal ein heißes. Aber die Elfen kommen zu Hilfe. Und die Menschen werden dann hier das regeln können. Ja, und dann hat sich das eigentlich. Khemri, also die Khemri werden Nagash töten. Ich werde von hinten dazu stoßen. Ich meine, das Schiff ist ja schon unterwegs. Wir sind fast schon da. Zack, einnehmen. Tak, tak, tak. Dann auch hier noch ein paar Sachen einnehmen. Dann haben wir das alles eingenommen. Bin mit denen verbündet. Kann sogar mit ihnen noch Handel treiben, weil wir hier dann eine Verbindung haben. Und dann haben wir das abgesichert. Die können sich auf das konzentrieren gegen die Orks. Die können von oben runterkommen. Wir können von unten nach oben. Ich kann vielleicht noch ein paar Küstenstädte einnehmen, wenn ich hier unterwegs bin. Ja. Und dann würden wir gewinnen. Aber wir müssen immer noch warten, bis Aachen kommt. Bis der hier, keine Ahnung, vielleicht hat er vergessen, dass er vorbeischauen muss. Also, oh shit, scheiße, ich muss ja eigentlich noch bei Nexus vorbeigucken. Der möchte ja den kleinen Sieg machen. Nö. Und hier oben würde es folgendermaßen aussehen. Das wäre ein bisschen chaotisch. Ich würde hier nochmal eine Armee aus dem Boden stampfen, dass ich drei volle Armeen habe hier. Wir müssen die hintere Seite relativ schnell sichern. Dann müssten wir hier nach oben und könnten uns hier durchkämpfen. Eine Armee würde sich hier wahrscheinlich durchkämpfen, eine Armee würde sich hier durchkämpfen. Ich weiß nicht, ob ich eine dann hier oben drüber schicken würde oder unten. Kommt halt darauf an, wie sich die Feinde da bewegen. Aber unter dem Strich hätten wir es. Und jetzt das noch groß weiter auszubauen, da habe ich jetzt nicht so wahnsinnig Bock drauf. Ich hoffe, das versteht man. Moment. Ah, einmal, dass ich es gemacht habe. Von daher passt es eigentlich gut. Ich bin zufrieden, wie es jetzt lief. Es war cool mit den Hochelfen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich für meinen Teil habe den kleinen Sieg errungen. Der große Sieg ist zum Greifen nah grundsätzlich. Aber auch hier wieder Aachen, das spezielle Wesen, macht dann wieder einen Strich durch die Rechnung. Gut, dann freue ich mich auf das nächste Let's Play von Total War. Auf die nächste Fraktion, mal gucken, was drankommt. Wenn ihr übrigens die anderen noch angucken wollt, in der Sammlung, Playlist auf Twitch, YouTube ist das Ganze, sind alle Fraktionen, die wir bis jetzt gespielt haben, sind drin. Gut, dann, wie gesagt, hoffe ich, dass es gefallen hat. Lasst ein Like, lasst gerne noch einen Kommentar da zum Schluss, dass ihr sagt, hey, ja, cool, mir hat das bis jetzt immer gefallen, damit ich so ein bisschen Feedback habe. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Vielen Dank.